Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute dreht sich alles um neues Blech. Ich werde die Sitzbank formen und anpassen. Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, ich habe da eine ganz eigene Idee, wie ich mir vorstelle. Keinen klassischen Höcker. Ich mache das Blech fertig, damit ich dann später polstern kann. Ich zeige euch mal dann in dem Video, wie ich das mache und wie ich mir das Konzept vorstelle bei der CX500. Die CX500 ist nicht so einfach, es ist nicht einfach nur eine gerade Sitzbank. Da gibt es einiges zu tun, zum Schneiden, zum Biegen etc. und ein paar Ideen dazu. Ich freue mich drauf, ich lege los und schaut rein. Bis gleich. Ihr habt ja gesehen, ich habe mal die Bleche geschnitten, also zuerst diese Schablone gemacht, angezeichnet und dann später geschnitten und fertig gemacht. Das erste Blech, das ich mit der ersten Schablone gemacht habe, ist in die Hose gegangen. Das ist einfach zu kurz geworden hinten. Ich möchte das hinten noch weiter raus haben. Also das kann ich nicht benutzen. Drum habe ich dann einfach mal alles ausgemessen, die Abstände, die ich hier brauche, und ein neues Blech gemacht und dann mit der Hand gezeichnet. Das schaut jetzt so aus, weil ich das so einführen möchte, dass ich hier hinten mit dem Sitz, mit dem Blech auf der Innenkante bin und eine schöne Form. Also das wird ganz angepasst hier und reingeformt. Und das kommt jetzt. Dazu habe ich glücklicherweise bei uns hier in der Sektion 2 Rad eine Biegermaschine, also die sicher hilft sicher ganz gut, das da reinzubekommen. Das ist jetzt der nächste Step und da werde ich dran weiterarbeiten. Viel Spaß dabei. Thank you.
So, liebe Leute, ihr habt ja gesehen, viel geschnitten, angezeichnet, ausgemessen, gebogen, nochmal nachgeschnitten etc. Aber zum Glück, mein Blech ist fertig. Das neue Blech für meine Sitzbank ist jetzt geformt und passt aus meiner Sicht perfekt. So schaut das aus. Ein bisschen komplizierter bei der CX, weil ich das so haben möchte, hinten mit dem Höcker. Ich habe das erste Mal gemacht, mein erstes Blech. Ich hoffe, das passt auch so. Ich denke schon, das schaut gut aus. Natürlich muss man Lehrgeld bezahlen. Das erste Blech, das ich angefangen habe, das ist total in die Hose gegangen, war viel zu kurz und zu breit und falsch gebogen und. Beim Biegen aufpassen, immer nachdenken, in welche Richtung man biegen muss und soll, damit es da auch reinpasst. Aber ich bin richtig happy, so schaut es aus, passt perfekt. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut, jetzt am Rahmen selber. Und zwar kommt das Blech hier rein, habe ich euch erzählt. Was den Höcker betrifft, habe ich da eine ganz eigene Idee. Hier werde ich die Polsterung ein Stück weit mit hochziehen, drum das Blech auch noch so weit hoch. Hier passt das perfekt zur Halterung vom Tank selber, also das habe ich hier rausgeformt. Hier kommen noch zwei Ecken rein, das mache ich noch zu, schweiße ich zu. Und hinten das Heck schaut dann so aus, dass ich das eben, wie schon erwähnt, verlaufend hochgehen lasse mit den Endstücken des Rahmens, mit den Stummeln. Da ist hier noch eine kleine Kante hoch. Das schaut dann von hinten so aus. Da seht ihr, ich habe das Blech ein bisschen hochgezogen. Hier kommt auch noch die Polsterung drauf. Wie im letzten Video schon erwähnt, kommt hier unten noch ein Blech rein, das sozusagen zwei Funktionen hat. Die erste Funktion ist natürlich als Schutz vor Schmutz etc. Und die zweite Funktion ist, dass da die Elektronik reinkommt. Da zeige ich euch aber nicht, mache ich kein eigenes Video, ich glaube, das ist jetzt nicht so komplex. Das kommt dann hier unten rein, noch mit verschraubt. Für mich war mal wichtig, dass ich jetzt das Sitzblech fertig habe. Das ist aus meiner Sicht super gelungen. Hier mache ich dann noch die Halterungen drauf. Bei den Halterungen habe ich eine ganz eigene Idee. Ich werde hier oben im Rahmen Querstreben machen und hinten haken. Das heißt, ich werde den Sitz von hinten einhängen und von vorne verschrauben hier. Da kommen dann zwei Laschen drauf, wo ich dann sozusagen den Sitz hier auch noch verschrauben kann. Das mache ich aus dem Grund, nachdem ich ja hinten hier das Blech drauf habe, habe ich da auch keine Möglichkeit, von unten mehr sauber hineinzuschrauben. In der Regel ist es ja so, dass man den Sitz vorne einhängt und hinten verschraubt. Ich mache das genau umgekehrt aus dem Grund, den ich vorhin schon genannt habe, weil ich hinten hier das Schutzblech drauf habe, das wird fix drauf gemacht. Ich möchte da auch keine Löcher durchbohren, gefällt mir nicht gut. Das ist es jetzt einmal soweit. Ich hoffe, ihr habt was lernen können. Ich habe auf alle Fälle was gelernt. Also wie gesagt, mein erstes Blech, Sitzblech, hat mir Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Das nächste Video kann ich euch noch nicht genau sagen, was da kommt. Muss ich mir überlegen, was die nächsten logischen Steps sind. Natürlich werde ich die Sachen verschweißen, die Halterungen und hinten alles zumachen, aber dann geht eben der Rahmen schon zum Pulver beschichten. Mal überlegen, was ich als nächstes mache. Ich möchte eigentlich jetzt so weit sein, dass ich das Bike wieder schön langsam zusammenbaue, sodass das mal dasteht und dann hoffentlich bald fertig wird. Also abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, wenn es euch gefällt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, ciao.